unser wunderschöner Peter Mann. Peter Mann ist wieder back im Game, meine Freunde, und wir müssen heute tatsächlich einiges fertig machen. Viele werden sich jetzt fragen, wer ist Peter Mann? Kurz, um abzuholen. Das hier ist Peter Mann, eine Legende von Mensch, ja. Dem Typen geht's unfassbar gut. Er ist Künstler. Sein einziges Ziel ist, unfassbar reich zu sein. Und Peter Mann hat ein ganz unauffälliges Haus in einer ganz unauffälligen Nachbarschaft und macht nichts Seltsames, ja. Ihr seht hier, hier sind alles komplett normale Dinge. Hier ist nichts irgendwie was Auffälliges oder sowas. Wir haben keine Erweiterung oder sowas in dem Spiel drin. Also es ist ein komplett normales Spiel. Peter Mann ist ein komplett normaler Kerl, der das ganz normale Leben hier führt auf jeden Fall. Peter Mann ist Drogendealer. Peter Mann ist Drogendealer. Und heute geht es darum, mehr Gras anzupflanzen, den Drogendistribut nach vorne zu bringen. Wir machen mal das Waschbecken hier sauber. Dann können wir uns mal eine neue Dusche kaufen. Pass mal auf, wir gehen mal hin und kaufen eine neue Dusche. Und während unten das Gras wächst, können wir hingehen und Peter Mann nochmal neu ausstatten. Wir müssen einmal dieses Ding fertig machen, dass der keinerlei Krankheiten bekommt. So, wie viel kosten 20 Gramm? Das müssen wir heute noch herausfüllen. Jetzt erstmal müssen wir auf jeden Fall ihn nochmal ein bisschen malen lassen, denn wir möchten jetzt einmal die 20k kurz knacken. Das kriegen wir hin, indem wir ein paar Bilder malen. Wir können mal ganz kurz unten gucken. Kann er hier schon ernten? Ne, ernten kann er noch nicht. Düngen können wir kurz machen. Die einmal kurz düngen, die Dachen. Und dann lassen wir ihn jetzt mal hier machen. Lassen das Bild nochmal malen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt einmal kurz die 20k für ihn hinbekommen. Das geht nämlich relativ schnell, weil der Mann ist wirklich krass gut am Start. Gütermünzen, also rüberkommen, ob du zu ihm rüberkommen willst. Ja, machen wir, weil Gütermünzen ist nämlich unser Coke-Stealer. Passt auf. Oha, Digga. Okay, Bro. Okay. Hey, sorry. Also, kurz, dass ihr checkt. Warte mal, Günther Münch hat eine Frau. High Society, Digga. Bro, die sind goddamn rich, okay. Ja, wir müssen Drugs. Other Request. Drug Dealing. Inquire about selling weed. Wir fragen jetzt mal aus, ob wir ein bisschen Gras bei ihm verkaufen können. Wir müssen mit dem so haha-hihi machen, so Smalltalk. Und wir müssen so richtig jetzt, wir müssen jetzt halt mit dem erstmal auf ein freundschaftliches Level kommen, so. Dass wir halt so klarkommen mit dem. Was machst du jetzt? Was machst du, du Vollidiot? Legit, Bro, du bist hier für Business. Du Dummkopf, Digga, du musst mit dem reden. Wir müssen mit dem richtig gut klarkommen, das ist super wichtig. Es wäre wichtig, dass wir jetzt bei ihm Gras verkaufen können, komm. Oh mein Gott, okay. Let's go. Wir können Gras verkaufen, Chat. Das reicht. Wir fahren nach Hause. Wir fahren sofort nach Hause. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir können anfangen zu dealen. Digga, dem geht's so gut, dem Typen, ne? Guck mal, Digga, wir müssen nach fucking Willow Creek zurück in dieses Ass-Haus hier. Holy shit, Mann. Let's go. Wir haben gelernt, wie man Gras verkauft. Das ist schon mal sehr wichtig. Das heißt, wir können jetzt dealen, Chat. Wir machen so viel Geld mit dem Malen. Das ist richtig gut. Stark. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich glaube, Koks ist auf jeden Fall jetzt unser Elixier. Das sollten wir jetzt regelmäßig nehmen, glaube ich. Wenn wir regelmäßig Koks nehmen, können wir bessere Bilder malen. Das ist sehr smart. Das findet das Romantikfestival statt. Wir gehen dahin. Wir gehen dahin, weil da können wir unser Gras verkaufen. Passt auf. Jetzt fangen wir nämlich an zu dealen, Chat. Jetzt fangen wir an zu dealen, okay? So, das Romantikfestival. Wer sieht denn hier aus wie jemand, der kiffen würde? Lustig vorstellen. Geh mal lustig hin. So, Drugs. Okay. Ich kann ihm aber noch nichts verkaufen. Oh, Jabberhorn! Verschwinde da. Komm, wir gehen nach Hause, Chat. Das bringt ja nichts. Okay, kann ich den jetzt hier nicht zu mir einladen, einfach, dass der mitkommt? Und dann kann ich den fucking Drogen verkaufen? Der ist doch jetzt User. Der will doch bestimmt Weed haben. Als ob der kein Weed haben will. Also, als ob der keine Lust auf Weed hat. So, hier, guck mal. Schau mal. Drugs. Wieso will der nichts kaufen, der Bastard? Muss den Shop aufmachen? Aber ich will ja. Der ruft dich an, wenn er Drogen haben will. Aber kann ich jetzt nicht so proaktiv auf ihn zugehen und sagen, yo, willst du nicht Drogen von mir kaufen? Dann soll der jetzt Koks bei mir. Vielleicht kauft der jetzt was, wenn er jetzt hier die Kokslein gezogen hat. Guck mal. Ja, du scheiß Junkie, ja? Na, macht dich das geil? Guck mal hier, mein Weed. Jibs, Tombra. Jibs, Tombra. Genau, diese kannst du verkaufen. 180. Aber an wen kann ich die verkaufen? Ich will die ja an so Leute verkaufen eigentlich. Ah, ich muss bei einem anderen Dealer zuerst verkaufen, okay. Das heißt, es muss erst in den Gläsern trocknen. Okay, ich checke. Okay, jetzt checke ich. Ich verstehe den Grind-Chat. Das heißt, wir müssen es zuerst in die Gläser machen, trocknen. Dann verkaufen wir das. Ja, wir gehen zu Peter Münch, komm. Und jetzt verkaufen wir an ihn. Und jetzt können wir an ihn, glaube ich, das Baggy verkaufen. Und dann können wir an normale Sims verkaufen. Okay, checke. Das ist geil, Chat. Das ist geil. Jo, Peter, saugeil hier. Lustige Idee. Ja, wir müssen erstmal den Mord ein bisschen outfiggern, aber ich glaube, wir kriegen es so langsam hin. Versuch mal, seine Frau zu verkaufen. Ich glaube, der wird mich umbringen. Ich muss aber verkaufen halt. Ich muss halt meinen scheiß Weed loswerden. Versteht ihr, was ich meine, Chat? Das ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass ich mein scheiß Gras loswerde. Aber bevor ich jetzt irgendwas mache, ich will jetzt erstmal hier diese 20.000er Nummer fertig haben, damit wir auf jeden Fall das Live-Gold schon mal abgehakt haben. Okay, die 20k machen wir auf jeden Fall voll und wir müssen noch den ersten Deal machen. Ah, okay. Okay, hier können wir jetzt Sachen kaufen. Check. Fertilizer. Nehmen wir mal 2 Stück mit. Okay, stark. Und dann gehen wir jetzt nochmal auf Handy. Business. Convenience Store Reisen. Wissenschaftsbaby willkommen. Rechnung bezahlen. Ja, machen wir auch mal kurz. Invite Sell Drugs. Jetzt. Habe ich jetzt was verkauft? Rufen wir den Schamanen an am Handy. Digga, ist das der Schamane? Was ist das? Receive Ayahuasca? Wie kommst du Ayahuasca? Ja, okay, wir nehmen Ayahuasca, I guess. Das ist gut. So. Dag. Ja, ich trinke jetzt Ayahuasca, oder? Wird schon nicht so schlimm sein, oder? Oh nein, Peter, ist das ein guter Weg dafür? Bro, mit dem Ayahuasca ist gar nichts passiert. Oh.
Oh, Lil Bro ist faded. Oh. Das ist gut, okay. Kriege ich jetzt Psychose oder sowas? Lil Bro macht jetzt trippenderweise den Garten, ja? Ich glaube, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich glaube, wir müssen nochmal anbauen, Chat. Ich glaube, Fori, wir müssen nochmal anbauen. Aber ich mache jetzt so ein ganzes... Jetzt bekommst du Besuch, ein Zeichen, statt Kunden zu finden. Ja, irgendwie ist es Quatsch, ne? So, ich baue hier nochmal kurz an. Wir machen so einen kleinen Raum, der nur fürs Cleaning da ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Der wird einfach nur getrocknet. Das heißt, wir machen jetzt hier so einen kompletten Drying Room. Wir brauchen halt ein Regal, wo wir wirklich viel reinmachen können. Also viele Gläser, so diese Weed Jars. Let's go. Ich glaube, das müsste... Oh Gott. Okay, das ist, glaube ich, gut, Chat. Das ist ein ganz unauffälliger Trockenraum, okay? Oh mein Gott, Chat. Oh my. Holy Chat. Okay, hier können wir ordentlich was wegtrocknen, Chat. Guck mal. Boah, Digga. Holy Schatche, meine. Okay, jetzt können wir unser ganzes Weed, was wir im Keller angebaut haben, hier trocknen. Das ist geil. Okay, das ist krass, Chat. Guck mal bitte. Wir bauen jetzt ein verficktes Weed-Empire hier auf. Der ist immer noch auf Ayahuasca. Ich kann nicht mehr, ne? Ich kann nicht mehr, Digga. Ah, okay, unser Freund ist hier. Sehr stark. Vielleicht können wir das an dir verkaufen. Smoke Purple Haze, let's go. Wir können das erstmal unser eigenes Gras rauchen. Ich habe aus dem Spiel, was für 6-Jährige, für 0-Jährige ist, wirklich ein Spiel ab 18 gemacht, ne? Digga, wir haben erstmal direkt den Ofen angeheizt. Einen full-on Bonkopf geraucht. Bro, wir haben den Typ Koks und Ketamin nehmen lassen und jetzt auch Bonk rauchen. Das ist crazy. Aha. Selbstsicher. Okay, der ist komplett high. Stone vom Smoking Weed. High on Purple Haze. Yo, Digga, das ist crazy. Das ist verrückt, was das geht in diesem Spiel. Oh, er ist hungrig geworden, weil er hat Fresskick. Da braucht man auf jeden Fall DLC. Nee, das ist die Basic-Version. Das Spiel ist ab 0, das kann man einfach kaufen. Die Drogen sind dabei. Das ist völlig normal. Das ist völlig normal, Chat. Wirklich? Also, es läuft ja richtig gut hier, ne? Nein, Günther, fuck mich nicht ab. Digga, warte mal. Yo, der hat gerade einfach so Bon geraucht. Oh nein. Das hier ist Purple Haze. Das kommt hier rüber. Und AK-47 war hier. Okay. Chat, wir haben so langsam... Also, wir werden auf jeden Fall... Hast du ausgemacht, dass er sterben kann bei Drogen? Ja, doch nicht beim Kiffen, oder? Das wäre ja gigadumm. Ich glaube, Chat, ich glaube, wir müssen jetzt als nächstes erstmal einen fucking Kundenkreis aufbauen. Wir haben den so geisteskrank kaputt gemacht, den Typen. Das ist Wahnsinn. Also, wir haben auf jeden Fall hier... Wir müssen das erstmal ein bisschen stehen lassen, bis das trocknet. Wir müssen das erstmal ein bisschen stehen lassen, bis alles getrocknet ist. Dann können wir das in Baggies verpacken. Und dann können wir verkaufen. Bro, was für ein Raum. Hä? Wieso? Digga, ich würde sagen, wir pflanzen sogar hier noch. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? AK-47. 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 Wir müssen mal alles irgendwann sortieren. Okay, geil. Digga, unsere fucking Weed Farm ist growing. Aber sowas von. Klar, dass es so aussieht, weil das ist das Purple Haze. Ich verstehe. Wir müssen halt in einer geileren Qualität noch hinbekommen. Gerade haben wir noch Muchgras, aber ich sag ehrlich, es geht richtig gut voran hier in unserem Business. Peter ist ein verfickter Macher. 35.000 erspartes Besitzen kriegen wir wohin. Kann man irgendwo Casino gehen? Mann, Günther Münch, du fuckst mich so ab, wirklich. Man fängt immer klein an. Ja, man arbeitet sich hoch, Chat. Digga, wieso machen wir nur so billige Bilder? Was für ein Dreck. Ich sage for real, wir haben big progress gemacht dieses Mal, Chat. Mach das Haus doch mal schön. Naja, das ist alles erstmal zweitrangig. Wir haben big progress gemacht, weil Peter hat wirklich eine Menge dazugelernt. Wir haben jetzt den Skill Weed zu dealen. Das heißt, wir können es beim nächsten Mal einsetzen. Ich wünsche euch was, ja? Macht's gut, Jungs, Mädels.